Heute zeige ich euch ein paar handzahme Koi, ein paar richtig schöne Gosanke und die Selektion einiger Chagoi. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube Koi-Blog. Heute mal aus Viernheim, ganz in der Nähe von Mannheim bei LA Cool Waters. Doch schauen wir doch gleich mal rein. Hier eine Anlage vom Besitzer Mario Barthelme. Mario Barthelme schon richtig lange im Geschäft und ich denke, ich kann euch heute mal ein paar richtig tolle Koi zeigen, die hier in der Anlage schwimmen. Gleich vorne im Eingangsbereich ein Becken mit verkauften Koi. Da ist ordentlich was los, nicht nur von der Belüftung, sondern auch ordentlich und prall gefüllt mit Koi, die sozusagen bereit sind für die Abholung. Wenn da so viele Fische drin schwimmen, braucht es natürlich auch ein bisschen Sauerstoff. Deswegen wird da drin auch so viel belüftet und man ist ja auch, ich sag mal, bemüht, dass die Fische hier heile bleiben, bis die Kunden sie dann letztendlich abholen kommen. Die Saison geht ja gerade erst richtig los und da der Mann hinter der Kamera, das bin übrigens ich, habt ihr mich auch mal gesehen. Und hier einige Urkunden, einige Zertifikate von Koi, die hier unter anderem in der Anlage schwimmen oder mal schwammen. Dann geht's ja weiter mit ein paar Tosei-Becken. Auch vorne im Eingangsbereich, wo der Tresen ist, findet ihr ein paar Becken mit richtig schönen Tosei, verschiedene Preisklassen, verschiedene Varietäten. Ihr könnt schon sehen, etliche Showa, aber auch ein paar Kawarimono, Kohaku natürlich auch vorhanden und ein paar schöne Shiro Otsuri. Die ganzen Varietäten sind hier auch von unterschiedlichen Züchtern. Man hat es hier mit Tosei, ich sag mal schon Jumbo-Tosei zu tun, die auch schon ein paar Zentimeter gemacht haben. Die kleinen Kärtchen sind also nicht mehr ganz so klein, sondern sind schon, ich sag mal so 30 Zentimeter, haben da einige schon erreicht gehabt, als ich hier im April vor Ort war. Hier nochmal ein schöner Blick in ein anderes Tosei-Becken. Auch hier wieder ein schöner Mix. Viele Shirotsuri. Und ich kann euch auch schon mal vorwegnehmen, aus diesen Tosei-Becken werden wir am Ende des Videos noch ein paar Fische selektieren, die auch mitgenommen wurden von meiner Begleitung, die mich hier zu diesem Besuch begleitet hat. Hier seht ihr einen Blick auf den Tresen, gibt es auch ein paar schöne Souvenirs, die man hier mitnehmen kann, ein paar Schlüsselanhänger, ein paar kleine Koi, die man sich irgendwo hinstellen kann. Und jetzt würde ich doch sagen, schauen wir mal in den hinteren Bereich der Anlage. Hier ist dann schon mal, ich sag mal, ordentlich was los. Hier gibt es ein paar größere Becken und hier links im Bild auch ein großes Jumbo-Becken. Da schauen wir aber später rein. Alle Becken sind hier ordentlich gefiltert über Beatfilter und Rieselfilter. Und vorne gleich das erste Becken, rechts, wenn man reinkommt, ist hier das Becken mit Koi um die 300 Euro. Oder beziehungsweise die kosten alle 300 Euro. Das sind hier vor allen Dingen Nissei, vielleicht auch ein paar Sansei. Schöner Mix auf jeden Fall. Man muss einfach mal eingestehen, oder beziehungsweise ich finde das auf jeden Fall, dass Mario Barthelme hier durch seine jahrelange Erfahrung einfach ein Auge hat, wie man wie man gute Koi in Japan selektiert. Hier schwimmen echt ein paar schöne Fische. Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall super gut. Schöne Kohaku, Kawarimono, auch einige Karashi natürlich hier drin. Und wir können schon sehen, auch ein paar andere Varietäten. Hier nochmal ein schöner Deutz-Kohaku, Showa. Die Fische sind natürlich auch noch in der Entwicklung. Da geht noch was. Die sind ja noch nicht so alt. Also wer einen Fisch sucht um die 300 Euro, mit dem man noch ordentlich Spaß haben kann und die auch durchaus groß werden, schaut doch mal rein bei diesen 300 Euro Becken. Hier nochmal ein Blick auf den Rieselfilter. Alle Becken werden hier über Rieselfilter auch gefiltert. Man versucht natürlich dadurch einen guten Gasaustausch zu gewährleisten. Und wenn die Rieselfilter erstmal richtig eingelaufen sind, dann bauen die natürlich auch ordentlich Ammonium und Nitrit ab. Hier dann das Becken mit den Koi für
500 Euro. Auch wieder ein Mix aus Nissei und Sansei. Nissei sind ja die zweijährigen Koi und Sansei die dreijährigen. Die sind ja schon ein ganzes Stück größer. Das kann man auch ganz deutlich sehen im Vergleich zum ersten Becken. Auch hier wieder einige sehr schöne Exemplare. Showa vor allen Dingen und Kohaku. Man hat sich ja auch so ein bisschen den Gosanke verschrieben. Ich denke, der Mario Barthelme. Und wenn ihr da mal auf die Website von ihm schaut, der hat auch noch etliche Gosanke in Japan teilweise schwimmen, also Asukari-Koi, die dort zur Aufzucht verbleiben. Das sind schon ein paar Leckerchen, würde ich mal sagen. Hier ein schöner Shusui, auch sowas werdet ihr in Anlage finden. Und dann das dritte Becken auf der rechten Seite in der großen Koi, in der Koi-Halle, Koi-Keller, wie man auch immer das nennen mag, Koi ab 750 Euro oder beziehungsweise für 750 Euro. Richtig, richtig schöne Showa. Guckt euch mal die Kopfzeichnung an, da schwarz schön drüber gezogen und vor allen Dingen auch schöne, schöne Ochiba. Ich liebe ja persönlich Ochiba wirklich. Da findet ihr auf jeden Fall ein paar richtig tolle bei, die auch schon richtig Volumen aufgebaut haben. Das sind hier vor allen Dingen Sansei, also dreijährige Koi, aber tatsächlich auch noch ein paar zweijährige, die halt ein bisschen besser, qualitativ besser sind und natürlich auch vom Volumen und vom Körperaufbau. Dann gibt es hier noch eine weitere Besonderheit hier bei LA Cool Waters und zwar Tamasaba. Das hier ist jetzt so eine Spezialzüchtung. Ich weiß gar nicht, ob das Goldfische in der Art sind. Da habe ich mich jetzt gar nicht so genau informiert. Auf jeden Fall ist man hier auch ein Fan von Tamasaba-Fischen, die man natürlich auch hier erwerben kann. Hier gibt es auch einen Liebling. Das habe ich, glaube ich, auf Facebook oder auf der Webseite gesehen, der hier unverkäuflich ist. Könnte sein, dass das der hier vorne an der Scheibe ist. Auf jeden Fall auch interessante Fische. Und da gibt es hier halt drei Becken, wo man auch solche Fische erwerben kann. Wer Interesse an so etwas hat oder wer ein Fan davon ist, wird also bei LA Cool Waters auch bei sowas fündig. Und dann ein Blick rüber zum Jumbo-Becken. Hier geht es dann wirklich erst ab 1000 Euro los. Das ist auf jeden Fall der Startpreis für wirklich schöne und wirklich große Fische. Hier wird noch ein bisschen mehr gefiltert, weil da halt auch viel mehr Kilo an Fisch in diesem Becken ist. Da sind im Prinzip zwei Filteranlagen. Belüftung, High Blow läuft hier natürlich auch. Und wir werden uns jetzt gleich mal die Fische ein bisschen genauer anschauen. Und das Witzige an der Sache ist, viele dieser Fische sind schon handzahm. Ich weiß nicht, ob sie das von vornherein waren oder ob das hier an der guten Pflege und Zuwendung hier vor Ort liegt. Auf jeden Fall einige der wirklich großen Chagoi lassen sich hier wirklich aus der Hand füttern. Die kriegen hier ihre großen Pellets. Das waren richtige Brummer-Pellets, die man ihnen ja direkt in den Mund schieben konnte. Sowas macht auf jeden Fall richtig Laune. Und ich denke, auch das ist ein großer und wichtiger, interessanter Teil vom Koi-Hobby. Das macht auch das Ganze aus. Wenn die Koi irgendwann vielleicht auch mal handzahm werden, sind halt auch sehr zutrauliche Tiere. Und ihr seht schon hier schöne, schöne große Kohaku. Das sind tatsächlich Fische 70 bis 80 cm. Und wir hatten da auch ein, zwei, drei Fische, die noch einen Tick größer waren. Das sind natürlich auch teurere Fische, solche großen Kohaku oder teilweise auch Showa sind natürlich schon eine Besonderheit. Nicht viele Fische der, ich sag mal, der drei Varietäten Kohaku, Sanke und Showa werden so groß. Deswegen muss man da auch manchmal schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wenn man so einen Fisch erwerben möchte. Und hier nochmal die Fütterung, die Handfütterung, die Chagoi und Soragoi sind natürlich vorne mit dabei. Auch ein paar große Karashi waren im Becken. Und hier könnt ihr das nochmal sehen, wie diese Koi an das Futter gehen. Ich finde, das macht immer Laune, dazu zu schauen. Das reicht schon. Wenn man natürlich dann selber noch füttert, ist es natürlich auch nochmal ein schönes Erlebnis. Und dann flog nochmal richtig Futter in die Becken. Ihr könnt sehen, da ist richtig was los. Alle Fische topfit, die bewegen sich hier wie die Wilden und jagen dem Futter nach. Das ist immer ein schönes Zeichen, dass es den Fischen gut geht, dass sie richtig fit sind. Das hier sind nochmal die Becken auf der rechten Seite, wo die Fische von 300 bis 750 Euro schwimmen.
Und ihr seht es, in jedem Becken, da tobt der Bär. Oder der steppt der Bär, sagt man, glaube ich. Da ist ordentlich was los. So macht das Ganze Spaß. Und das ist auch immer ein schönes Erlebnis, wenn das Futter bei den Händlern in die Becken fliegt. Das kam übrigens nicht von mir, das war der Vorschlag von Mario, auch mal ein paar schöne Szenen für die Kamera einzufangen. Und ich denke, für euch Zuschauer ist das auch mal ein schönes Erlebnis. Dann kommen die Fische auch mal alle nach oben, kann man noch mal ein bisschen besser gucken. Ist natürlich auch immer schwierig, hier jeden Fisch einzeln einzufangen für so ein Video, was im Grunde eigentlich unmöglich ist. Und so hat man halt noch mal einen schönen Überblick über die Fische, die hier vor Ort schwimmen. So, und nun wie angekündigt eine Chagoi-Selektion. Und zwar von Tosai, einjährige Fische. Meine Begleitung an diesem Wochenende hatte sich zum Ziel gesetzt, hier vor Ort ein paar Chagoi zu kaufen. Die sind ihm gleich ins Auge gesprungen, weil die halt doch recht ordentlich groß schon waren und schöne Bodies aufgebaut haben. Und dann ging's los. Erstmal ein paar Chagoi in die Wanne und dann fing das Ausselektieren an. Man hat sich hier auch ein bisschen Zeit genommen, der Mario Barthelme hat natürlich auch mitgeholfen, hier bei dem einen oder anderen Fisch auch nochmal das Geschlecht bestimmt und dann hat man vor allen Dingen auch auf die Körperform geachtet und auf das Netzmuster, also das Zeichnungsmuster, wie die Fische so wirken, wie die Schuppen so wirken. Auch das Schuppenbild ist natürlich immer, tja, für den einen oder anderen auf jeden Fall ein Indikator dafür, ob einem der Fisch gefällt oder auch eben nicht. Und dann ging es immer weiter, es wurden immer weniger Fische in der Wanne, so dass am Ende hier noch 4 Chagoi in der Wanne waren. Man hatte sich hier zum Ziel gesetzt, weibliche Fische mitzunehmen und tatsächlich konnte man bei diesen Chagoi in dieser Größe auch schon das Geschlecht bestimmen. Das war tatsächlich möglich und somit musste man jetzt letztendlich eine Entscheidung treffen und hat sie auch getroffen. 2 Chagoi sind also in der Wanne verblieben. Und dann sollte es noch ein dritter Koi werden, der demjenigen, der hier die Fische kaufen wollte, auch noch ins Auge gesprungen war, ein weiterer Tosai. Und auch dieser war wieder weiblich. Also schon mal alle Kriterien erfüllt, war ein Kijiro. Leicht zu verwechseln mit Hariwake. Weiße Haut, gelbe Zeichnungselemente. Auch diesen Fisch wollte er mit nach Hause nehmen und groß machen. Und so sah das Ganze dann aus. Die Fische, die man sich ausgesucht hatte, die wurden dann natürlich noch verpackt. Sach- und fachgerecht natürlich, kam hier in einen Transportkarton, der dann nochmal mit ein bisschen mehr Wasser gefüllt wurde. Man hat sich ja auch genau erkundigt, welchen Transportweg man zurücklegen musste. Da kann man natürlich auch ein bisschen gegensteuern, wie lang solche Fahrten sind. Wir hatten hier eine Fahrt von roundabout 3 Stunden vor uns. Das ist im Prinzip nichts, sage ich jetzt mal. 3 Stunden kann man einen normal vernünftig verpackten Koi, wie er hier im Video verpackt wird, auf jeden Fall problemlos transportieren. Ordentlich Sauerstoff rein in die Tüte und dann die Tüten natürlich ordentlich verschließen. Ja Leute, ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß bei diesem Händlerbericht. Mario Barthelme, LA Cool Waters, ganz in der Nähe von Mannheim und zwar in Viernheim. Und wenn ihr das cool fandet, gebt mir doch vielleicht ein Like für dieses Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank nochmal an alle Abonnenten, die wieder dabei waren. Falls ihr noch kein Abonnent seid, einmal kurz auf den Abo-Button klicken. Jede Woche ein neues Video rund um das Thema Koi. Und falls ihr Bock habt, schaut doch mal auf mein Händlerverzeichnis. www.koikaufen-interaktiv.de findet ihr viele Koi-Händler in Deutschland, die ich schon besucht habe. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.